Wenn jemand ein Baby bekommt, dann ist ganz oft die erste Frage, Junge oder Mädchen. Aber was, wenn es keins von beidem ist? Es gibt eben diese wunderschönen Schaubilder so. So sieht dein Mann aus, so sieht deine Frau aus. Und ich wusste ja, dass ich da nicht reinpasse. Charlotte ist intergeschlechtlich. Als Kind wurden ihr innenliegende Hoden entfernt. Solche OPs sind hart umstritten. Uns wurde damals diese Geschichte so dargestellt, als gäbe es überhaupt keine Alternative. Einige Intermenschen sagen, das sind Menschenrechtsverletzungen. Das Genitale wird in eine Richtung verändert und es ist medizinisch nicht notwendig. Ich habe aber auch sehr viele Jugendliche, junge Erwachsene, die sehr zufrieden sind mit der Operation. Was ist Intergeschlechtlichkeit genau und wie fühlt sich Charlotte in einer Gesellschaft, die ja nur auf Männer und Frauen ausgerichtet ist? Hi, Charlotte. Welche Variation der Intergeschlechtlichkeit hast du denn? Beim Entwicklungsprozess des Geschlechts ist mein Körper an ein paar Stellen in eine andere Richtung abgebogen und ich habe jetzt einen XY-Chromosomsatz, innenliegende Hoden gehabt und ein komplett weibliches Äußeres, also eine Vulva und eine Vagina. Und man sieht mir eben meine Intergeschlechtlichkeit nicht an. Und wie ist das denn bei dir aufgefallen? Woher wussten deine Eltern, dass du intergeschlechtlich bist? Bei mir war das tatsächlich schon bei meiner Geburt bekannt, weil eben durch so ein pränatales Screening schon mal eine Chromosomanalyse gemacht wurde. Und deshalb meine Eltern davon ausgegangen sind, dass ich ein Junge werde. Und dann wurde ihnen eben bei meiner Geburt so zum Mädchen gratuliert. Wie ging es dann weiter? Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Meinen Eltern war das eigentlich erstmal egal, weil ich ja ansonsten ein relativ gesundes Baby war. Es hat sich dann eben noch herausgestellt, dass ich einen Leistenbruch habe. Und bei dieser OP dann wurde eben auch nochmal nach meinen Hoden geschaut. Und die damalige Empfehlung der ÄrztInnen war dann eben, dass man die mir noch im Kleinkindalter entfernen soll. Einfach weil man damals davon ausgegangen ist, dass ich aus diesen Hoden eben Krebs entwickelt. Was halt total wichtig ist, Intergeschlechtlichkeit bezeichnet erstmal die biologische Ebene, über die wir uns unterhalten. Was anderes ist dann die Identität, also als was ich mich identifiziere, was ich bin, Mann, Frau, nicht binär. Oder noch eine weitere Ebene ist dann die Sexualität. Und das wurde früher ganz oft verwechselt, weil es früher den Begriff Intersexualität gab. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich homo, hetero oder irgendwas anderes bin, sondern ist erstmal auf einer biologischen Ebene. Wie war das für dich als Kind? Ab wann hast du gemerkt, da ist was anders? Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich eben nicht 100% ein Mädchen bin. Irgendwann kommen ja dann Kinder in die Pubertät. Und diese Pubertät musste dann eben bei mir von außen eingeleitet werden, eben durch Hormontabletten in meinem Fall, weil eben mein Körper keine Geschlechtshormone selber produzieren kann und ja, muss jetzt täglich eben daran denken, dass ich meine Hormone nehme. Ich würde jetzt von mir sagen, ich bin eine Frau. Wie beschreibst du deine Geschlechtsidentität? Ich selbst sehe mich weder als Frau noch als Mann an, sondern bin da eher so im nicht-binären Spektrum unterwegs. Es gibt eben diese wunderschönen Schaubilder so. So sieht dein Mann aus, so sieht deine Frau aus. Und ich wusste ja, dass ich da nicht reinpasse. Wie denkst du denn heute darüber, dass du als Kind operiert wurdest? Ich selber hätte mir gewünscht, diese Entscheidung selber treffen zu können, dass ich eben darüber aufgeklärt gewesen wäre, dass ich eben Hoden habe und dass ich quasi die Entscheidung darüber habe, was mit meinem Körper passiert. Ich habe auch mit zwei Psychologinnen gesprochen, die halt beide mir erzählt haben, dass dieses ich habe nicht selbst über meinen Körper entschieden, dass das auch zu Traumata führen kann und zu anderen psychischen Folgen. Was sind da so deine Erfahrungen aus der Community? Viele aus der Community sind tatsächlich traumatisiert. Das macht natürlich auch was mit dem Verhältnis zu den Eltern, weil man sich belogen fühlt. Man fühlt sich auch teilweise nicht ernst genommen, weil die Eltern das ja
über Jahrzehnte hinweg verschwiegen haben. Operationen im Kindesalter, die nur dazu dienen, an ein weibliches oder männliches Normgeschlecht anzupassen, die sind seit ganz kurzem sogar verboten. Es gibt dann noch Ausnahmen, also wenn nachgewiesen werden kann, dass es medizinisch notwendig sind, dann können die OPs doch durchgeführt werden. Was glaubst du, Charlotte, ist dieses Verbot hilfreich? Das Verbot ist auf jeden Fall hilfreich, weil es erstmal eine Signalwirkung hat, die eben sagt, hey, es gab Operationen und diese Operationen dürfen jetzt nicht mehr durchgeführt werden, das ist jetzt verboten. Ich glaube, wenn man es selbst nicht erlebt hat, kann man überhaupt nicht nachfühlen, wie das ist, wenn jemand anderes darüber entscheidet, wie der eigene Körper aussieht und welches Geschlecht man haben soll. Wir treffen gleich noch Frieda, bei der ist erst mit 16 Jahren aufgefallen, dass sie innenliegende Hoden hat. Wenn euch diese Themen auch so sehr wie mich interessieren, Themen, die man jetzt vielleicht nicht jeden Tag auf der Straße findet, dann abonniert uns doch total gerne. Bei uns gibt es nämlich jede Woche eine neue Reportage. Ich will noch mehr über die OPs erfahren und telefoniere mit Dr. Susanne Krege. Sie hat schon viele intergeschlechtliche Kinder operiert und sie sagt, viele sind damit auch zufrieden. Eine ihrer Patientinnen bestätigt mir das am Telefon. Ihr wurde als Kind aus kosmetischen Gründen eine sehr große Klitoris, die wie ein Penis aussah, verkleinert. Einen medizinischen Grund gab es dafür nicht. In Bochum treffe ich Dr. Richter Unruh. Sie behandelt schon seit vielen Jahren intergeschlechtliche Menschen. Genau, also zu welchem Zeitpunkt kommen die Eltern hierher? Zum einen ist es, wenn ein Kind geboren wird und zum Beispiel eine Pränataldiagnostik gemacht worden ist und das ist ein männlicher Chromosomensatz und das Genitale sieht weiblich aus oder umgekehrt. Oder das Kind wird geboren und man guckt sich das Genitale an und denkt, ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen? Und das ist natürlich für die Eltern, die da völlig unvorbereitet oft sind, sehr schwierig. Und den Eltern versuche ich auch dann deutlich zu machen, dass es nicht gut ist, das Genitale zu operieren in irgendeine Richtung, die es jetzt für die Eltern einfacher macht, sondern dass dieses Kind es später selber entscheiden kann. Das bedeutet, intergeschlechtliche Kinder sind nicht krank. Das ist keine Krankheit, sondern das ist im Grunde auch eine normale biologische, körperliche Ausprägung. Intergeschlechtliche Menschen sind überhaupt nicht krank. Und die meisten intergeschlechtlichen Menschen haben auch eine völlig binäre Geschlechtsidentität, Mann oder Frau. Es sind wenige, die sagen, ach, ich weiß nicht, ob ich das eine oder das andere bin oder beides. Früher wurde ja noch viel, viel mehr operiert, um an das weibliche oder das männliche Geschlecht anzugleichen. Wie sehen Sie das? Es gibt einige Menschen, die sehr unglücklich sind darüber und die sagen, jeder Mensch soll das für sich entscheiden und das finde ich richtig und gut. Ich habe aber auch sehr viele Jugendliche, junge Erwachsene, die sehr zufrieden sind mit der Operation, die auch zufrieden sind, dass es ihre Eltern für sie entschieden haben und dass ihnen die Entscheidung abgenommen worden ist. Einige Interpersonen sagen, solche Operationen sind Menschenrechtsverletzungen. Sind sie das? Der Mensch willigt für die in die OP natürlich nicht ein und das Genitale wird in eine Richtung verändert und das ist medizinisch nicht notwendig. Es ist im Prinzip eine Verletzung des Menschenrechts, muss man so sagen. Ein Protagonist hat mir abgesagt, weil er nicht in der gleichen Reportage wie eine Ärztin auftauchen wollte, weil da das Trauma so groß war. Kennen Sie das? Kennen Sie solche Fälle? Ja, ich kenne solche Menschen. Es ist ja auch früher so gewesen, dass wir vor den Kongressen angegriffen worden sind. Ich habe mich unlängst mit einer Person auch unterhalten, die sagt, ich trage die Schuld noch immer, weil es meine Vorgänger gemacht haben. Und diese Schuld bleibt auf uns Endokrinologen haften, dass wir Kinder operieren lassen. Ich habe früher, was heißt früher, ist noch gar nicht lange her, wir haben Mädchen mit adrenogenitalem Syndrom geschlechtsangleichend operiert, weil die OP-Ergebnisse genauso gut sind und die Kinder lange nicht so leiden und sie eben auch in der Schule oder Kindergarten nicht auffallen mit einem Genitale. Das war so im Bewusstsein, dass das richtig ist. Und wenn ich dann meine Mädchen frage, und ich, wie gesagt, mache das seit 25 Jahren, und von den AGS-Mädchen habe ich kein einziges in meiner Betreuung, das unzufrieden ist damit. Es ist eine Unsicherheit, auch bei mir. Man möchte alles richtig machen, man weiß, man kann es nicht tun. Aber wenn ich das so höre, habe ich den Eindruck, das größte Problem ist, dass wir binär denken, in männlich oder weiblich. Ja.
Wenn jeder Mensch so sein dürfte, wie er möchte, dann bräuchten wir vieles auch nicht. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die total zufrieden mit ihrer OP sind. Für mich war es damals die richtige Entscheidung, aus meiner heutigen Sicht heraus. Und glaube, das ist aber schwierig, ist eine generelle, ja, ein generelles Verbot der Operationen auszusprechen, da es für meine Verhältnisse oder aus meiner Sicht heraus wichtig ist, immer mal wieder individuelle Entscheidungen zu treffen. Zurück in Berlin. Frieda und Charlotte kennen sich vom Inter-Stammtisch. Magst du uns einmal deine Geschichte erzählen? Genau, ich bin mit 16 operiert worden und ich habe das lange nicht gewusst. Mir wurde dann halt gesagt, okay, diese innenliegenden, unterentwickelten Hoden, die müssten raus, weil das hat ein Krebsrisiko, das ist gefährlich. Wie habt ihr euch dann entschieden? Na, es gab nicht so viel zu entscheiden, ehrlich gesagt. Also uns wurde damals diese Geschichte so dargestellt, als gäbe es überhaupt keine Alternative. Es wurde uns an keiner Stelle gesagt, du bist intergeschlechtlich. Wir waren auch einfach, glaube ich, in so einem Schockzustand. Und genau, dann haben wir dieser Operation eingewilligt. Und habe das aber eigentlich damals nie so richtig irgendwie dann auch angefasst, das Thema. Sondern das war so ganz lange in so meinem Kopf und war auch so ganz lange verschlossen und habe ich auch ganz lange mit niemandem drüber geredet. Und erst später habe ich dann irgendwann gemerkt, ja okay, ich glaube, ich muss da irgendwie nochmal rangehen und ich muss da irgendwie anders mit umgehen und mich irgendwie so öffnen. Und dann habe ich mir eine Beratung organisiert. Was macht das, dass ihr euch untereinander austauschen könnt, Charlotte? Durch den Kontakt mit anderen habe ich dann auch gemerkt, ja, ich bin nicht alleine, es gibt noch andere, die so sind wie ich. Das ist einfach ein super bestärkendes Gefühl. Also allein mal einen Raum zu haben mit Leuten, die einfach ganz genau wissen, worüber du redest oder auch so Vorbilder finden. Also das erste Mal, als ich eine Interperson, die irgendwie 70 ist, gesehen habe, war ich so, ja krass, Mann, das bin vielleicht ich, wenn ich alt bin. Was muss ich noch ändern? Was müssen wir anders machen in der Gesellschaft? Eigentlich muss jeder Mensch in Deutschland wissen, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt und dass wir eben das Recht haben, selbst über unseren Körper zu entscheiden. Also es war jahrelang so, dass die Mediziner in eine Entscheidung getroffen haben, die eigentlich gar nicht in ihrem Fachbereich lag. Also sie haben entschieden, okay, wer sollte jetzt männlich oder weiblich sein? Und sie haben irgendwie das aus so einem Bewusstsein dafür gemacht, okay, alles, was irgendwie zwischen Mann und Frau ist, das ist nicht lebbar. Und das muss anders werden. Wir müssen klar machen, es gibt Menschen, die sind von Natur aus weder Mann noch Frau. Und unsere Gesellschaft ist mittlerweile in der Lage dazu, Menschen ein Zuhause zu geben, die sich nicht in diesen zwei Kategorien verorten. Danke, dass ich heute kommen durfte, dass ihr mir eure persönlichen Geschichten erzählt habt. Cool. Was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, es gibt einfach mehr als Mann und Frau, auch auf rein biologischer Ebene. Und Intergeschlechtlichkeit ist keine Krankheit oder Störung. Das sind in der Regel ganz gesunde Kinder und Erwachsene. Wie Charlotte sagt, es muss einfach dieses Wissen verbreitet werden, damit sich niemand mehr falsch fühlen muss oder nicht zugehörig. Und auch im medizinischen Kontext muss mehr aufgeklärt werden. Es kann ja nicht sein, dass Menschen wie Frieda sich für eine Operation entscheiden, ohne zu wissen, dass sie intergeschlechtlich ist oder dass es auch Alternativen gäbe. Wie ist das bei euch? Wusstet ihr, was Intergeschlechtlichkeit ist und was das für Folgen für Interpersonen haben kann? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Hier bei Reporter treffe ich ganz oft Menschen, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Wenn euch das genauso interessiert wie mich, dann abonniert uns total gerne und aktiviert die Glocke. Was übrigens ganz oft verwechselt wird, ist Inter und Trans. Das ist aber was ganz anderes. Und wie das ist, wenn man trans ist und dann nicht mehr, das hat meine Kollegin Lisa recherchiert. Ich lag am Boden, ich habe geheult und wollte einfach nur aus meinem Körper raus. Mittlerweile sage ich auch, ich war psychisch damals eigentlich nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen. Nele wollte einen männlichen Körper haben und hat sich sogar schon operieren lassen, bis sie gemerkt hat, dass sie das doch nicht mehr will. Sie ist detrans und den Film mit ihr findet ihr hier. Und die von Off Klo haben ein Video mit Audrey gemacht, die auch inter ist. Den findet ihr hier.